gehabt. Sag mal, wolltest du nicht nur eine Zigarette rauchen? Ich geh schon mal hoch, okay? Ich rauch noch zu Ende. Wie gesagt, eine Zigarette wolltest du rauchen. Die Haustür offen gelassen. Hab gehofft, einer nutzt die Chance, raucht uns aus und bringt dich um. Offene Türen schrecken. Ach. Ja, kommt doch mal, wie besoffen der Einbrecher ist. Sowieso, der soll mich schon noch anständig genießen. Ja, der richtig bestückt ist, klar. Der Arsch und schneidet hier mittendrin die Kehle durch. Geil. Und du findest mich nicht bloß auf meine Leiche ab? Oh, würde ich gern machen. Was von so gemein zu mir? Ich zu dir? Ja, hast mich das ganze Nusseis fressen lassen, wo du weißt, dass es schlecht wird? Okay, das war fies. Ja, super. Stimmt, ich träumte, du seist verkrüppelt und säßt im Rollstuhl, gelehnt ab dem Hals. Oben oder nach unten? Und ich sag, den Zehner darf wieder mal rauchen. Wenn ich meinen ersten Riesenverdienter, mach ich Urlaub. Und ich stelle mir vor, du wärst Van Gogh und ich deine geliebte Nutte. Und ich sagte zu dir, sich eines abzuschneiden, von dem man ja zwei hat, ist ja läppisch. Ich liebe dich so. Und ich dich. Ja. Setz ich mich noch böse. Gib nicht an. Schnalle. Hol bald mir den Schwanz ab. Das werde ich. Ich muss wieder runter. Dann ersticke ich. Ich muss dir deinen Hals aufschneiden, was Teil wieder zu bekommen. Verständnis für mich, meine Richterin. Ich liebe dich. Es wäre eine wunderschöne warme Nacht. Ich sitze draußen mit deinem abgetrennten Kopf auf meinem Schoß. Ich fahre mit meinen Fingern tief in